Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Runde mit dem Watch Dogs. Ja, wir sind unterwegs nach Mad Mile zu diesem Parkzentrum. Wir müssen aber vorher erstmal das CTOS-System in der Region übernehmen und da sind wir direkt auf dem Weg hin. Fahrkünste will ich jetzt wieder nicht beweisen, habe mir natürlich auch wieder nicht die schnellste Karre genommen. Muss ja nicht, ne? Man macht Suche. Wer weiß, vielleicht muss ich ein paar Sachen mitbringen, deswegen ist die Ladefläche hinten ganz praktisch. So, guck mal hier, ein exklusiver Auftrag, den wir nicht annehmen werden. Darf ich da durch? Danke. Ich will auch mal zusehen, dass ich vielleicht nicht andauernd Leute töte hier, indem ich hier rumfahre. Ich meine, es geht ja bestimmt bei mir auch, oder? Ja, nicht unbedingt bei mir, aber die Karre ist aber wirklich lang. Ich glaube, ich schnappe doch ein längeres Auto. Lüpp, lüpp, lüpp. So, wie ich mich kenne, muss ich gleich wieder das Navi anmachen und halt. Die Karre nehmen wir uns. Der sah auch gerade zu groß, ne? Schade. Naja, fahren wir weiter. Fast hätte ich sie wieder umgefahren, ja. Oh, noch nicht richtige Kollision gehabt. Ja, wird vielleicht nicht besser im Fahren, aber auch nicht schlecht. Wow. Nur Streifen, nicht? Vorher war ich. Hier komme ich gleich nicht weiter, oder? Es musste kommen. Okay, habe ich mir wieder versaut. Ist aber auch ein weiter Weg jetzt hier, oder was? Mensch. Und ich muss da oben rauf, ne? Ich fahre gleich mit dem scheiß Navi, wenn das hier so weitergeht. Boah, sag mal, wie sliden, ne? Also wirklich. Ich mag vielleicht nicht der beste Fahrer sein, aber das Fahrverhalten von den Karren ist aber nur echt mal grottig. Ich fahre ja nur echt relativ suche. Ja, ich glaube meine Straße, steht mein Name drauf. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob ich alles an Waffen dabei habe, was ich benötige. Bumm. War doch schön, dass ich wieder einen verletzt habe. Oh komm, ich renn zu Fuß weiter. Jetzt mache ich die ganzen Typen hier noch platt. Oh, habe ich sie angegriffen. So, Wache mit Zugangscode lokalisieren. Den kenne ich doch, ist hier nicht irgendwo ein blauer Kran? Nee. So, Cameras, wo Cameras sind? Bro, Cameras, hallo. Wo finde ich jetzt hier eine Kamera? Der Typ da vorne, der ist ein bisschen auf dem Senkel. Reale Art oder eher nicht? Ich hab keine Kameras, sonst würde ich vielleicht. Warten Sie! Dreh ich wieder um! Mein Schub ist ein lahmes Stück.
diese Kamera. Die normale. Vielleicht kann ich ja da ein bisschen mehr sehen. Oder auch nicht. Was ist denn das hier für ein schlecht ausgebautes Netz, sag mal? Ist ja eine Frechheit. Naja. Ich geh nochmal zu ihm hier. Kamera hier. Scheiße. Was zur Hölle ist da los? Ich hab schon Hallus, ey! Das mag sein, aber vielleicht kriege ich ja den Typen langsam mal hier. Jetzt guckt er hier doch das Ding an. Was soll's? Ist nicht mein Problem. Wo ist denn die Wache mit dem... Hey, wir beobachten euch auch, ihr Arschlöcher. Ach, mit dem Zugangscode. Wo hat die sich noch... Privatsphäre ist ein Menschenrecht. Rette den vierten Verfassungszusatz! Ich finde das nicht. Glaubst du das? Hey, du! Das ist doch zum Guck Kotzen nicht so! Hier. Tu was! Meine Daten gehören mir! Stopp den Überwachungsstaat! Stopp den Überwachungsstaat! Stopp den Überwachungsstaat! Ja, es ist gut, du lenkst mich nur ab hier. Hey, du! Ja, du! Klopf nicht so und tu etwas! Du besitzt versteckte Kamera. Auch noch eine Cam. Hast du den Zugangscode? Hallo? Du? Auch nicht. Einer von euch Typen muss das Ding noch haben. Da. Kann doch nicht wahr sein. So. CTOS-Server. Wo ist der? Scheiß drauf. Zugangscode haben wir. Jetzt muss ich da hinten. Da! Ah. Hey! Hey! Beobachtet das Gebiet! So, schauen wir mal, wie das zu Deckung! Geht in Deckung! Los in Deckung! Nein, in Deckung! Das ist nicht persönlich, das weißt du, ja? Alter, was hat der denn vorher gemacht? Das ist okay, das ist jetzt. Alter, Fisch, was ist denn hier auf mich? So. Scheißegal. Weil du hast, was du bist, das interessiert deine Mutter auch nicht mich. Jetzt ein Affen. So, jetzt könnt ihr mich mal. Na gut, so schwer wäre das gerade gar nicht gewesen dann. Aber. Pech gehabt. So.
Jetzt geht das hier wieder los mit dem Scheiß. Mit der entschlüsseln. Offen. Kann ich noch einen anderen öffnen gleich? So muss das stehen. Das so. Meine Fresse. So. And Regal. Auch den Scheißbezirk freigeschaltet. Dann können wir jetzt mal mit der eigentlichen Mission loslegen, wa? Okay, das war's. Jetzt zu Nicholas Crispin. Telefonieren. Hi, hier ist Aiden, Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst sie fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja, tue ich. So, kommen wir aus dem scheiß Park hier wieder raus. Vorne vielleicht irgendwo? Ah, da hinten. Du bist reingekommen, ne? Du bist reingekommen, bin kommen wie du raus. Nächster Auftrag. Ist ein Auto hier? Ne, wa? Du, Pony. Geil. Ich renne natürlich jetzt aber auch weiter. Richtung. Ja, warum sollte hier auch was sein? Das ist ja wirklich Quatsch. Hatte vor Jahren einen Zusammenbruch. Ich habe Zeugen, die sagen, er hätte. Komm schon, Drecksack! Das Geld! Oh, mein Gott! Rettet ihn! Er ist bewaffnet! Mein Geld! Wieder weg. Brauchen wir nicht. Was ist denn bitte in Chicago los? Lalala. Ich muss eh in die Richtung. Kannst du nicht weiter so rennen? Tja, nicht nur Autos werden davon aufgehalten, ne? So. Haben wir hier eine annehmbare Karre rumstehen? Oh ne, nicht das lange Schliffchen. Schliff. Schliff! Das lange Schliff, alles klar. So. Diesmal nehme ich direkt den Wegpunkt, bevor ich mich wieder verfahren sollte. Da habe ich keine Lust zu. Und ihr auch nicht. Fährt sich wie ein Panzer, das Ding. Meine Fresse. IP-Adresse folgen, damit wir langsam mal unsere Schwester wieder bekommen. Ja, wohl nicht. Wir sprechen mit dem anerkannten Psychologen Dr. Phil Aiden. Und die Nachrichten. Doktor, wie Sie ja wissen, gibt es in der Stadt einen Rächer. Glauben Sie, dass das gut ist?
Nun, ich möchte es nicht gut nennen, aber in einer Stadt mit unserer Geschichte und steigender Bandenkriminalität brauchen die Bürger Sicherheit. Und durch ihn fühlen sie sich sicher? Er gibt die Illusion von Sicherheit. Ich gebe mir die Illusion von Sicherheit, ja? So. Den Abgrund starren. Seit 6 Monaten trocken. Trotzdem möchte ich ein bisschen Geld von dir. So. Ab dafür. Scheiße. Ich vergesse, dass Clara sowas nicht gewöhnt ist. Ich verschreck sie, wenn ich nicht aufpasse. Crispin ist mein Ticket für die Auktion und die Chance, an Irak ranzukommen. Er muss verschwinden. Ich muss zum CTOS-Kasten. Stelle ich mir jetzt gerade nicht sonderlich schwierig vor. Aber da wartet bestimmt eine Überraschung auf mich. Der Ort ist zu öffentlich. Besser, wir gehen leise rein. Müsste man nicht reingehen. Okay, das muss sie abbrechen. Das wäre nicht gut gekommen gerade. Nochmal das Ganze. Damit wird der gesteuert. Ist ja das Ding, aber das soll wohl nicht. So. Okay. Zeit gibt nicht. Scheiße. Ja. Toll. Ach komm. Das wird wieder nichts. Mann. Bla 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 bla. Schon schnell. Mr. Quinn wusste nicht, welche Farbe Sie mögen, also wählen Sie selbst. Das ist ja gesprächig. Nicht verschwinden. Ich habe Sachen über den gehört. Voll krank. Quinn braucht doch das Geld nicht. Warum arbeiten wir mit dem zusammen? Ich glaube, er ist so eine Art Fuß in der Tür. Lucky expandiert bestimmt. Aber ich stecke keine Kugel für ihn ein. Das ist schon mal sicher. Okay. Naja, Leute. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. So, dann werden wir den Typ mal platt machen. Ich weiß noch nicht genau, von welcher Seite ich hier am besten rein will. Scheiße.
das denn für eine Karre? Schön ist es. Ist irgendjemand in der Nähe? Wir brauchen hier Hilfe! Geht klar! Fahr ihm rein, Verflucht! Na, komm her, put, put, put. Scheiße, das Telefon muss noch hacken. Gott. Poppy Special in einem Club namens Infinite 92. Infinite 92. Kein offizieller Eintrag. Er wird in ein paar Threads erwähnt. Oh. Ist wohl ein Fetischclub für Gentlemen. Illegal natürlich. Also ist das Poppy Special eine Frau? Passt zu dem Profil, das Quinn von Crispin hat. Ich bezweifle, dass Poppy das Treffen überlebt hätte. Was für eine Auktion ist das? Ich glaube, wir kennen beide die Antwort. Ich fahre zu dem Club. Da finde ich Crispins Einladung. Okay, geht gleich weiter. Kurz Zwischenstopp im Waffenladen. Was hat er denn? Warum rennt der weg? Hä? Der denn? Naja. Ich muss mal was einkaufen. Ich hab da auch mal mit dem Zöhnchen. Willkommen! Willst du oder Phil? Nur die Ruhe! Ich hab Zeit! Herzlichen Dank! Wenn wir noch kurz mal umgucken, ob du vielleicht noch ein paar schöne Sachen hast. Die MPs. Sturmgewehre. Was ist denn da? Die hab ich ausgerüstet schon. Doppel brauche ich nicht. Ich hab irgendwie schon die meisten Sachen, ne? Das ist irgendwie doof. In Peace. Das war's dann in Peace, oder was? Nein, da haben wir doch noch ein paar schöne hier. Die Vector 45er ab CP. 30.000. Kaufen. Nehm ich. Danke dir vielmals. Jetzt brauch ich noch Munition. Oh ne, ist voll. Oh, du bist oh, so nett. So. Okay, komm wieder. Wir sind alles klar. Ich wollte gar nicht mein Perso sehen. Naja. Machen wir erstmal weiter. Dann gucken wir mal, was für eine super Aktion uns da erwartet. Wer immer wieder Grafikveränderungen bemerkt bei meinen Let's Plays über Watch Dogs, The Worst Mod wird ja immer weiter ausgebaut, dieser ne, Modder, Worst nennt er sich ja, der im Endeffekt ja die Grafik, was Ubisoft runtergeschraubt hat für die PC-Version wieder, macht er ja im Endeffekt alles engine-technisch wieder verfügbar und modelt das wieder auf. Und bringt natürlich peu à peu immer neue Dateien und neue Patches dafür. Deswegen verändert sich immer ein kleines bisschen. Euch fällt es vielleicht nicht auf, aber gerade das mit der Entfernung, dass es dann im Endeffekt ein bisschen eine Motion Blur Technik hat, ein bisschen verschwimmt, das verbessert er immer wieder. Es ist meiner Meinung nach immer noch etwas zu nah, aber auf jeden Fall sieht das irgendwie schon mal besser aus als normal. So. Gut. Ich bin verkleidet. Für den Monsterball.
Ups, ein Kleid. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Ach so. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Wo sind die restlichen? Mr. Crispin, hier entlang bitte. Ich hab einen Granatwerfer aus Plastik dabei. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Oh. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Schwingen auf, Mädchen. Uiui, ich hab gedacht, er macht da jetzt die Action. Der ist einfach los und alle anderen rumheulen wie verzogene Göre. Ich mach ihren Jobs noch nebenher und deinen Schaden kann keiner los. Meine Waffe. Hoffentlich beehren Sie uns bald wieder. Ernsthaft? Reinspazieren, ausspazieren, alles super? Das ist ja mal... Ui! Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Jetzt hab ich die Schicke den Club gerade. An, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Okay. Neuen Wegpunkt setzen und in der schicken Karre hinfahren. Die ich wahrscheinlich gleich wieder zu Schrott fahre. Hat da jemand was gesagt? Ich hoffe nicht. Schönes Ding. Ja. So. Hm.
nicht dein Unfall bauen. Richard, nicht dein Unfall bauen. Die 18-jährige Delia Parks aus Moses City war mit Freunden in Chicago, als sie vor 2 Wochen spurlos verschwand. Damit sind in diesem Jahr bereits 14 Frauen verschwunden. Ach, ich fahre die Karre eh kaputt. Die geht gut ab. Also tut sie sich auch ganz gut. Gucken wir mal, was die auf dem Kasten hat. Das slidet die nicht so, das ist mal ganz angenehm. Relativ gut. Na gut. Mensch, fällst du vorher an da, oder was? Wenn ich da vorbei will, dreckiges Stück. Du auch? Ja, wer steht da? Oh nein. Herrlich. Das ist ja wie im echten Leben. Scheiß LKW vor dir fährt, ne? Die hat damals echt eine Spur für die LKWs auch auf Landstraßen entwickeln sollen, Mann. Damit ich mich nicht mit dem Scheiß abgeben muss. Wenn man es ziemlich mal eilig hat, weil man verpennt hat zur Arbeit oder sonst irgendwas, ne? Ist es ja natürlich immer so, dass die Straßen voll gekleistert sind mit LKW-Fahrern. Es ist ja nichts gegen ihren Job, aber es nervt ungemein, wenn man es schon eilig hat und schnell hinkommen muss. Und die rauben einem dann noch die Zeit und dann kann man nicht überholen. Ihr kennt das bestimmt auch. Schrecklich. Schrecklich. So, oder Omis, die irgendein Muscle-Car fahren und nicht klarkommen. Hallo, soll ich die mal anschieben? Aber ich bin gleich da. Verkehr ist ja zu kurz. Zu kurz ist der Verkehr. So. Iraq ist irgendwo da drin. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. Iraq finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Klingt leicht genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Hält eine Karte mit VIP-Ohren da rein. Die hätte ich mir auch selber basteln können. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Testen? Geht's langsam ab, oder? Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja, überweis einfach die Kohle, ja? So nah bei diesen Gangbängern bekomme ich nur Herpes. Bin schon. Der Boss ist bald mit denen fertig. Oh. Gangbanger. Hey, ich sag dir mal was. Ich werde dir für sicher nicht den Kopf hinhalten, wenn irgendwas davon durchsickert. Also sollte heute Nacht. Ich weiß zwar nicht, warum ich das jetzt auch so automatisch freiwillig mache. Aber.
Das ist Mr. Crisp. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Wir sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Die wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Macht Platz! Mr. Quinn wartet! Mr. Quinn ist da oben bei Iron. Über Funk ist es auch ruhig. Halt trotzdem die Augen offen. Ich habe aber keinen Bock, jetzt gegen gleich alle zu kämpfen hier, oder was? Obwohl, neue Knifte gekauft. Eigentlich, müsste ich das ja mal. Der Boss hat sich gemeldet. Ein paar von Quinns Jungs sind tot. Da stimmt was nicht. Er will einen Doppelcheck. Alles ist in Ordnung. Von jedem. Und wenn es absolut sein muss, triple-checken wir die Penner. Dreh noch eine Runde. Scheiße. So, dann los. Bei allem Respekt, Ihre Männer sind geschwommen. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Eric. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin? Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Iraq. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Iraq sieht eine Option. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispy. Oh oh. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Mr. Crispin. Die trauen dir nicht. Ich weiß, Vicky. Komm her. Näher. Das Tattoo ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprachen. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Durch den Keller. Ich habe mich nur vorwärts bewegt. Ich habe mich nur vorwärts bewegt. Was ist denn los? Die über Crispin sprachen. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Durch den Keller. Komm mit mir. Nein, ich verlasse meine Freunde nicht. Okay. Ich schicke dir Hilfe. Ein nächtlicher Raub bei einem Autohändler hat einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Die Option ist vorbereitet. Die zehnte in 10 Jahren. Und diesmal sind es vorwiegend Amerikaner. Das wird die Preise hochtreiben. Ich hoffe es. Sicherheit ist teuer. Die Polizei mag...
steht ein Typ. Und gibt schlechte Presse, wenn es rauskommt. Okay, ich muss schnell raus. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Aber die Kunden, naja, die haben ebenso ihre Vorlieben. Am Ende muss ich auf ihre Wünsche eingehen, sonst verliere ich sie. Oder noch schlimmer, meinen guten Ruf. Und das kann ich mir nicht erlauben. Ich versuch's da hinten. Neue Befehle. Iraq will das Crispin gefunden haben. Wer da nicht auf sich verlassen will, wir fliegen, packt ihn. Ich muss meine Waffen aufstocken. Jetzt wollen mich alle töten. Okay. Hey. Darf ich hier durch, bitte? Ja, wenn man nicht fragt, dann funktioniert das doch auch. Scheiße. Gehen wir weiter. Ich hab nichts. Ich geh mal weiter. Wo ist denn da lang? Da hochspringen. Weißt du, dass du am Arsch bist? Wir sind. Alter,
Das ist so buggy manchmal, wenn du an den Ecken hängst. Warum springt denn der immer da hoch? Ach, du heiliger Scheiße. Jetzt geht's aber langsam los, oder? Zeit, ihm in den Arsch zu treten! Bleib auf der Hut, Kumpel. Pass gut auf. Die Nutte hast du mich genannt. Die Nutte, er kommt. Du scheinst da was zu übersehen, du.
sind die jetzt noch Typen? Ja, das scheint dann wieder alles gewesen zu sein. Du kleine Rappe! Hast dich in dein Loch verzogen, was? Der kommt von der Seite! Achte mal auf diese Kalle und jag sie durch den Profiler. Dann kann ich sie für die Taten hier bloßstellen. Und diesen Ring sprengen. Mhm. Mr. Pierce? Jax ist weggelaufen. Ich mache mir Sorgen. Ich wollte die Polizei anrufen, aber zuerst Sie verständigen. Nein, nein, alles gut. Er macht das manchmal. Er ist gestresst und fährt dann gerne mit dem Zug. Keine Sorge, ich weiß, wie ich ihn finde. Bitte rufen Sie an, wenn Sie etwas wissen. Wenn Sie ihn nicht finden, sollten wir die Polizei alarmieren. Das wird sich aufklären. Ehrlich. War klar, dass Jax das tut. Er ist kein Kind, der still sitzt. Er hat viel von seinem Onkel. Jetzt sucht er seine Mutter. Wo könnte er sein? Da ist er. So, dann haben wir das ja auch wieder geschafft. Jetzt ist der... ist Jax. Jax, vielleicht Jax, wieder weggelaufen. Ich hab Angst. Ach, du heilige Scheiße. So, ich komm dich wie das ausgeht, meine Freunde, seht ihr in der nächsten Folge. Ich danke euch wieder fürs Einschalten. Bis dahin.